Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ark Survival Evolved hier auf meinem Kanal. Diesmal auf der gleichen Karte, nur im Multiplayer. Wir haben Unterstützung geholt hier, um ein paar Dinos zu zähmen und ein bisschen rumzumetzeln. Und zwar ist der liebe... Ja gut, der gute Simon ist hier am Start, würde ich mal behaupten. Was am Start? Okay, wir hatten in der letzten Folge gesehen und in der vorletzten, dass da hinten die ganzen doofen Dinos sind. Die zum Beispiel die springenden Ameisen und die... was waren da noch? Ich sah da nicht so schnell wie meine. Ich hab bloß... Ich bin bloß kurz angehalten. Nee, ich hab keine Ausdauer mehr. Ich muss meine Dinos echt mal auf Ausdauer skillen, ne? Eieiei. Was heißt eigentlich oben rechts dieser grüne, dieses grüne Gebiss da? Hast du das auch? Nein, aber ich... Oder ist das nur, weil ich dieses rote Ding da bin? Ja, wegen dem roten. Okay, Schimmer, also, den du da hast. Hier sind diese, ich glaube, die kennst du ja auch, diese komischen Rattendinger. Wobei Ratten kann man ja nicht sagen, nicht die Wallrats, sondern so Krabbelfiecher einfach nur. Megalnos oder sowas. Keine Ahnung, wie die heißen. Wobei die scheinen jetzt gerade auch nicht da zu sein irgendwie. Okay, und da vorne sind dann die ganzen doofen Dinos. Was sagst du eigentlich dazu, dass man in Ark Aberration nicht keine Flugdinos hat? Wie findest du das? Dazu sage ich nur Steindrachen. Rechnen ist Skorpion. Na komm, Skorpione sind relativ langsam. Schnell. So, da hinten ist schon die erste Ameise. Können betäuben, aber sonst. Danke, dass du in mich reinschlägst und nicht in Skorpion rein. Da kann ich dir Schaden machen? Lol. Greifen die nicht Nein. Lol, als ob die nicht Magnus angreifen. Magnus sehe ich auch zum ersten Mal. Der Tausendfüßler hier, der greift dann. Scheiße, jetzt hätte ich gleich mal packen müssen, das ist für die Käfer. Ich hab keine Ausdauer. Ich auch nicht. Greif mal den Mantis hier auch gleich an. Ja. Ich muss aber auch kurz Ausdauer regenerieren, ne? Wollen wir? Okay, los. Ach, du hilfst mir nicht. Ja, nein. Ja, gut. Ich hab die letztens gesucht in Dododex und hab die nicht gefunden. Ich hab sie... Alter, da ist der Drop. Ich hol den kurz. Ich hab die gesucht, hab den Namen nicht gefunden, hab so gegoogelt, Riesenameise. Dann kamen da irgendwie so welche komischen Viecher raus, aber irgendwie nicht das Richtige immer. So, da vorne ist noch so eine Angstflühspinne. Das ist wie so ein Kackedieb, ne? Ja, diese Spinne da, die heißt auch irgendwie sowas mit Angflü oder Angflo. Du meinst die hier? Die vor dir ist, ja. Ich hab hier eine Pike für Araneo. Pike nehme ich gerne. Ja. Glaub ich dir. Es geht leichter als ich gedacht habe hier, wenn ich ehrlich sein soll. Pike habe ich dir gedroppt. Ich habe zwar ein Schwert, aber egal. Ja, egal. Habe ich vielleicht doch Scheiße dabei? Ah Mann, ey. Ich wollte eigentlich so einen Käfer zähmen, aber... Aber... Jetzt wo ich weiß, dass diese Ameisen... Ja, die zähmst du ja mit Kacke. Aber jetzt wo ich weiß, dass die Ameisen, die ab... Allosaurus hier nicht angreifen, geht das ja. Das ist so eng hier, ne? Was ist das hier eigentlich? Ich war noch nie in den Highlands. Das ist, hier links ist ein Vulkan. Das wird irgendwie so ein Lavafluss sein oder sowas. Als ob hier ein Vulkan ist. Als ob in diesem Drop, ich komme gerade nicht drauf klar, als ob in diesem Drop nur eine Pike drin war, was ist das denn? Das ist ja absolut dumm, ey. Ja, und dann war es auch nur eine normale Pike, also... Ja. Was ist das hier? Sind hier keine Viecher gerade, oder was ist hier los? Ich glaube, da vorne ist ein Tausendfüßler nochmal. Das sind doch die Viecher, die Rüstung mit einem Hit zerschlagen, ne? Dann das weiß ich. Die Tausendfüßler habe ich bisher nur in der Höhle gesehen. Die hier? Ja, auf der Island. Ich glaube, die machen die Rüstung kaputt und betäuben mich auch. Lol, der geht echt auf meine Rüstung drauf.
Oh, ich hätte auf Ausdauer skillen müssen, ey. Mann. Ach stimmt, ich habe auch Level up. Ich mach direkt mal auf Ausdauer. Hast du noch Fleisch bei dir? Ja, wie viel brauchst du? Nein, ich wollte fragen, ob du genug hast. Hast du jetzt eigentlich auch den Narkotik-Pfeil mitgenommen? Ja, habe ich. Okay. Ich habe auch Narkose-Ding. Lol, ich dachte, das ist irgendwas für mich. Ah, in Wirklichkeit war es nur so ein Strohhut. Okay. Wir kümmern uns nämlich gleich um den, ich nehme den Skorpion, um den T-Rex kümmern. Ach, von hinten auch noch. Ja, hab ich. Die Benommenheit geht gerade vom Allosaurus hoch. Wegen dem Skorpion. Meine auch, weil die Ausdauer alle war. Ey, scheiße, ich hätte echt skillen müssen auf Ausdauer. Wie viel hast du mit dem? 300. Ja, okay, ich bin bei 275 mit dem hier. Ja, das geht ja. Also wenn du, wenn du skillst... Jetzt 100 von 1000. Wenn du skillst nur auf Ausdauer, ne? Weil das bockt so irgendwie nicht. Alter, ja, Alter, sind da vorne viele auch. Viecher. Junge, guck mal nach vorne. Ja moin. Läuft. Ich würde sagen, wir gehen erstmal durch und das, was uns angreift, erledigen wir dann. Falls überhaupt, ne? Die Benommenheit muss bloß gerade vom... Ach, ist so hoch? Ja, dann warten wir noch kurz. 100 von 1000 geht eigentlich, ist sogar recht wenig. Also ich habe ehrlich gesagt mit viel mehr Viechern hier gerechnet. Dann baue ich hier kurz ein bisschen was ab. Ja, komm, gehen wir durch. Ja? Ja, komm. Ja. Aber wir gehen, wegen der Ausdauer. So, wenn du absteigst, greifen die dich an. Ja, das ist klar. Ja, da vorne waren ja noch keine. Greift dann hier gar nichts an. Die Spinnen greifen nicht an. Ist ja richtig OP. Die Ameisen... Alles auch raus. Lol. Du lade raus, wenn ich bin raus. Die Ameisen greifen nicht an. Ich hasse die Ameisen, ne? Du meinst diese großen hier? Ja, ja, was ist das? Sind das Ameisen oder was ist das? Mentes. Nein, im echten Leben. Die gibt es auch im echten, nur halt nicht so groß. Gottesanbeterin, sehen die so ähnlich aus? Stimmt, Gottesanbeterin. Das ist mir letztes Mal nicht eingefallen. Hier vorne ist eine Schlange. Ja. Zwei. Titanbohrer, ne? Mhm. Die gönnen wir uns. Gehst du die linke, dann gehe ich die rechte. Rechts, links, rechte oder? Soll ich die abgegriffen haben? Tja. Die sind, glaube ich, im Team. Das heißt, wenn wir die jetzt angreifen, greifen uns beide an. Den linken hätte ich gerne. Egal. Nein, egal. Kann man auf die eigentlich reiten? Also nicht. Wie weit hast du hier eigentlich erkundet? Nur bis da vorne, wo die Bäume stehen, diese Baumreihe. Ja, okay. Siehst du hinten rechts die Inseln da? Ja. Siehst du die Inseln? Ja. Ja, da bin ich letztens einfach den Berg dann hoch. Den Berg vor uns jetzt? Ja, bin ich so mit dem Skorpion hoch. Lol. Skorpione sind echt gut im Reiten. Ja, das stimmt. Klettern. Nicht reiten. Skorpione sind gut im Reiten. Ja. Beste. Warum fliegen hier die Ameisen? Hallo, das sind so, das sind diese Stechdinger. Die haben bloß gar keinen Bock. So, da vorne ist ein Raptor. Den können wir uns kurz holen. Komm, greif mich an. Oder greif mich nicht an. Was ich sag. Hinter uns kommt ein Drop, aber es ist nur ein grüner. Lohnt sich wahrscheinlich dann nicht. Für mich lohnt es sich. Ja, okay, dann wollen wir kurz warten. Naja, du musst es aber den holen. Ich bin ja... Welches Level? 6? 6 schon. Also da vorne, wo ich jetzt hinguck, siehst du das? Da war der T-Rex. Meinst du den Giga oder den T-Rex? Ja, den T-Rex. Ja, wir gehen jetzt mit Giga, oder? Ja, warte mal. Giga würde uns fertig machen. Wie komme ich denn jetzt nochmal hier aus dem... Ah, okay. Den Drop können wir vielleicht auf dem Rückweg holen.
Frage ist nur, wie tamen wir den jetzt, ne? Also ich würde ungern die Dinos dafür riskieren. Das ist echt kacke, die alleine zu zähmen und zähmen. Okay, ja. Du willst den T-Rex zähmen? Ja. Wie viele Pfeiler, also wie viele Darts? Also ich habe diese Tranquilite Darts, 11 Stück. Und du hast ja auch nochmal irgendwie 40, 50 Pfeile oder sowas. Ich habe 18. 80 oder 18? 18. Lord. Weil du mir nicht mehr gegeben hast. Warte, da vorne steht er. Ich guck kurz, welches Level der ist. Lol, es sind zwei. Lol, 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 lol. Ich guck kurz, welches Level die sind. Ah, das sind Allosaurus. Yes. Lol. Das sind einfach nur Allosaurus. Ah, nee, warte mal. Das, nee, nee, ist richtig. Der T-Rex war ja auch links. Lol. T-Rex war ja auch links. Also die Allos sind ein bisschen higher als wir. Schon kacke, wenn die uns dann erledigen. Ne? Das sind drei. Ja. Ein Level 10er, der ziemlich low ist, also der blutet richtig. Ja, den Level 3er und ein Level 24er. Den hätten wir, glaube ich, one-hit den einen, aber der 24er. Ist das auch ein Allosaurus jetzt dahin oder ist das jetzt ein T-Rex? Das ist ein Rex, ein Level 10er, Rex. Siehst du den? Komm hier mal hin. Weißt du, wie viel Benommenheit so ein Rex hat? Nee, soll ich an den 2000. Soll ich kurz gucken, wie viele Darts wir brauchen dafür? Falsches Gerät. Für einen Rex. Level 10. Ist ein weiblicher auch noch. Legt er auch Eier ohne männlichen Rex dabei? Ja, aber nicht so oft. Soweit ich weiß. Also viel seltener. Lol, warum ich kein Internet? Was ist das denn jetzt schon wieder? Okay, jetzt... Was? Ja, ja, warte, ich guck. Jetzt war der Drop da. Na ja, egal, das ist ein grüner. Okay, jetzt. Rex Level 10 war der, ne? Nee. Okay. Level 12. Der braucht 18 Bow-Schüsse. Oder... Wenn man das aber auch noch... Was? Wenn man die Wirkung zu 100% ausnutzt, also mit 10 Sekunden, glaube ich, warten, war das. Also ich habe 145 Narkotik dabei. Aber steig hier mal lieber ab dann. Ich habe echt keinen Bock, dass ich kaputt gehen, die alles so hier. Wie viele Leben hast du? Also du, nicht der Allo? Ich habe 300. Ich habe nicht gespürt, wie Level, glaube ich. Ja gut, ich habe gerade mal 5 Level drauf, also 150. Okay, hab ich doch. Wo ist denn der jetzt? Der ist weiter rechts. Lass einmal hier absteigen und den Nutzen holen. Aber die vorher auf passiv machen, ne? Oder auf neutral? Neutral, nee, passiv. Ja, die bleiben hier stehen. Also. Ach so, okay. Wenn du weit genug weg bist und der T-Rex dich angreift, bist du ja sowieso tot. Also. Warte, ich mach einmal kurz Narkotik-Pfeile rein. Ja, und wenn wir dort so weit hingehen, greifen uns die drei Allosaurier an. Ja, wir gehen nicht runter. Siehst du, wo der ist? Der ist da vorne. Alter, wie ich zitter. Was? Hä? Achso, jetzt nicht mehr. Siehst du ihn? Wir müssen hier hoch. Hier hoch. Alter, was ist ein Jump Run Meister? Lol. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Hier wahrscheinlich. Ja. Dass du überall springst. Lol, da vorne ist er. Jetzt werden wir es schaffen hier. Ja, okay. Lass hier rauf. Du weißt, dass so ein Rex gut klettern kann. Ja, aus bestimmten Gründen auch immer. Meinst du, wir schaffen das nicht? Kommt drauf an. Okay. Eigentlich will ich eine erhöhte Position haben. Wenn ich ehrlich bin. Das ist halt die höchste, die wir hier haben in der Gegend. Lass rauf. Jetzt kommt er sowieso. Hallo, bist du jetzt einfach gegangen? Scheiße, ich bin doch hier. Du schießt auch rauf, ne? Ja, tue ich. Alter. Er läuft schon weg. Halt's ab. Ne, er läuft schon weg. Ja, wie gesagt, ich brauche nur 8 Pfeile hiervon.
Er ist down, er ist down. Holst du die beiden Dinos hoch? Ich bin ein Meisterschütze. Als ob wir ihn haben. Ja gut, ist nur Level 10, ne? Aber trotzdem. Bei mir ist was. Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Ja, ich... Nein, nein, alles gut. Das sind nur diese scheiß Steckfliegen. Bin benommen und bin gleich... Ja, okay, ich hab sie. Alles gut. Fuck, hier kommt Spinnen. Okay, du kommst, das ist gut. Die, aber das sind nur kleine. Ah, das sind Drohnen, scheiße. Waren das bei den Drohnen nicht so, dass wenn man die angreift, dass dann irgendwie noch andere Sachen kommen? Oh, Junge! Alter! Jo, ey, ich hab einen halben Herzinfarkt gerade bekommen, ne? Da vorne ist noch einer, der auf uns zukommt, ne? Lol, 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 lol. Ist das ein Rex oder ein Giga? Der sieht ziemlich groß aus. Rex. Männlicher. Alter, das wäre perfekt. Das wäre perfekt. Welches Level? 11. Der ist genauso schnell down wie der andere. Lass uns den auch noch holen. Wobei, ich habe nur noch 3 Schüsse. Das könnte knapp werden. Da müsstest du mehr raufbauen. Ich habe 12. Ja, okay, dann töten wir ihn, oder? Oder warten wir erstmal? Noch ist er relativ weit weg. Ja, das... der folgt dir noch, ne? Lass mich kurz das rohe Filet hier rausholen. Ist hier Filet drin? Ja. Du hast das gar nicht gemerkt. Meinst du, wir hätten eine Chance mit den beiden hier gegen den Rex? Müssten wir gucken, ne? Also wenn der andere Rex gezähmt ist, der hier, dann auf jeden Fall, glaube ich. Aber ja, das dauert jetzt erstmal. Ich habe extra auf mal 4 gestellt. Wie viel Prozent hat er durch ein Filet? 15, ja, das geht, das geht. Ja, okay, der kommt, aber der geht aber immer weiter weg, das passt. Lol, ey, ich muss was trinken. Ey, ich verhungere gleich. Ich bin gleich narkotisiert komplett. Ja, du, hier vorne ist Wasser. Nein, ich hab ja hier mein Dings da noch. Mein Krug, oder wie das heißt. Alter, das war richtig knapp. Ich wäre fast in Ohnmacht gefallen. Ja, gut. Hier sind viel geilere Dinos als hinten bei mir da. Okay. Ja gut, viel geilere Dinos, ne? Pteranodons. Ja gut, die meine ich jetzt vielleicht nicht. Aber zum Beispiel hat der Rex gerade so ein Duel DC-Kurs gegessen. Das Ding, was sich so zusammenrollen kann und Steine farmt und so. Ich hab echt Fürchten gegen den anderen Rex noch, ne? Der ist relativ weit weg. Wie viele normale Pfeile hast du noch? 38. Ich hab davon auch keinen verschossen. Ich hab sonst noch normale Narkotik, sonst könntest du die noch umwandeln. Ich hab 100 Narkotik Hauptsache, noch. Hauptsache, den hast du richtig auf Gewicht gelevelt, aber fast nur auf Gesundheit. Ja, ich weiß. Holy shit, Mann. Jetzt kommt der wieder näher. Ich glaube angreifen wird er uns nicht, aber trotzdem. Ey, der hat immer noch nur 15%, das kann nicht wahr sein. Ja, du, sowas dauert etwas, ne? Ja, das stimmt. Level 24 Peteraner dran. Willst du noch einen Peteranaden haben? Nein, 10? Alter. Was? Sprachfehler, willst du noch einen Peteranaden? Nein! Nein, die sind, finde ich meiner Meinung nach, zumindest etwas beschissen. Die sind echt kacke. Ich will so ein Argentavis haben. Die sind wahrscheinlich auf dem Berg hier, oder? Yep. Ja, das wäre schon geil. Beziehungsweise noch etwas weiter. Ganz oben sind vor allen Dingen Wölfe. Wölfe? Bären auch, oder? Bären glaube ich auch, ja. Ich finde Bären geil. Oder wir reiten noch weiter rein und dort sind dann Mammuts. Ja. Wo wir aber dann an Kälte sterben. Ja eben, ich wollte gerade sagen. Jetzt ist mir zu heiß. Meinst du, wenn wir den T-Rex... LOL. Wenn wir den T-Rex... Was machst du da im Wasser? Ich sitze. Cool. LOL, echt jetzt? Ja!
Hier kannst du dich hinsetzen. Was ist das denn? Jungs, Thumbnail-Time wieder. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Und ich mit meinem Wolfsding da auch noch. Ja, den Skin, den ich dir gegeben habe. Ja. Wie komme ich hier wieder runter? Okay, okay. Mir ist immer noch heiß. What the fuck? Ich habe jetzt irgend so ein Symbol da unten rechts. Ist das so ein Mensch mit... Mit einem großen weißen Kopf und irgend so ein Regenschirm. Wo ist das denn? Achso, der Regenschirm? Ja, das geht nach 5-6 Sekunden. Ja, einen großen weißen Ballon dann halt. Ja, dieser Ballon bei dem Typen, ich weiß nicht, was das macht. Genauso wie dieser Regenschirm, das nach 40 Sekunden weggeht. Kannst du dich eigentlich neben mich setzen, wenn ich auf so etwas sitze? Ja, kann ich. Ja, lol. Ist ja noch ein geileres Thumbnail dann. Denn dann noch mit dem Dinos im Hintergrund. Alter. Der Rex macht mir echt ein bisschen Sorgen. Ist dir auch so heiß? Ja, mir ist auch... Scheiße, mir ist echt richtig heiß. Kühlt man im Wasser ab? Ja, wenn du richtig tauchst. Ja, ja, hier kannst du tauchen, hier kannst du tauchen. Ah, das ist glaube ich so eine heiße Quelle hier, ne? Deswegen ist sie heiß. Heiße... Ja, da steht doch Hot Bank oder sowas, warte. Hot Spring. Ja, Hot Spring. Vielleicht auch irgendwie sowas. Wie viel hat er jetzt? 45%? Ja. Brauch noch ein bisschen genommen. Liegt aber vielleicht auch daran, dass hier überall Lava oder irgendwas ist, ja, ne? Eben, das ist bestimmt so eine Quelle. Hier ist noch eins. Willst du noch eine Anti-Rex? Alter, der hat gerade geschissen. Hast du das mitbekommen, als sie den T-Rex gepatcht... Oha, Junge. Als sie den gepatcht haben? Hast du den Schrei gesehen eben gerade, mit diesem Schallding? Ja, das kannst dann, glaube ich, war das. Da haben wir uns dann in die Hose geschissen, in dem Moment. Der Rex hat so einen neuen Schrei, da scheißen alle Tiere und Menschen so. Wo ist der denn gut. Der guckt gerade genau zu uns hin, kommt auch in unsere Richtung. Naja. Sagen wir mal so, bevor ich den Rex in Sicherheit habe. Jetzt ist mir warm. Okay. Jetzt, hier ist wieder heiß, hier wieder warm. Ja, es ist hier wieder heiß. Hier ist mir auch wieder heiß. Hier ist mir auch warm. Keine Ahnung, was das ist, Alter. Kann ich eigentlich schon einen Rex-Sattel machen? Hätte ich vielleicht vorher gucken sollen, ne? Level 70. Ja, ich glaube. Ne, 74. Der T-Rex kommt aber verdächtig nah gerade hier. Bleib du mal kurz bei dem T-Rex, der hier liegt. Gehst du zum anderen? Ich guck dir mal kurz, was hier ist. Lol. Ich dachte gerade. Ich habe hier gerade so mit rechten Mausklick so geschrien. Wo bist du denn hingelaufen, Alter? Ich komme hier nicht weiter. Und ich weiß auch warum. Das ist ein Triceratops normal. Ich dachte gerade, das wäre voll der geile Dino und auf einmal war es ein Triceratops. Achso, wegen dieser Distanz da? Ja, das ist auf 190 statt auf 180. Ich habe ganz viele 9 dazu gemacht. Also, ich habe die 1 auch weggemacht. Okay, jetzt ist der T-Rex weg. Oder siehst du den noch? %60, das läuft doch. Ja, das läuft. Siehst du den noch? Guck mal, wenn du in die Richtung guckst, wo ich gerade hingucke. Ja. Und dann guck mal oben bei deinem Bildschirm hin. Da sind die zwei Striche, ne? Oder mehrere? Nein, das sind mehrere Striche. Ja, die habe ich auch, Ich wollte dich eigentlich auch fragen, ob das bei dir auch so ist. Ich dachte, das ist ein Pixelfehler. Nein, aber anscheinend macht dieser Debuff das. Also... Also was? Debuff, das rote mit dem Typen. Okay.
Das Rote mit dem Typ. Bei dieser Buffleiste. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber was ist das? 75%? Sieht schon heftiger aus. Stimmt, das kann sein. Aber wie kriegt man das wieder weg, ist die Frage, ne? Dem T-Rex ist es aber auch warm. Also auch wirklich warm. Ich gebe ihm einmal Narkosemittel. Mitte. 36 Grad, ist das warm? Also ich hätte noch 27 normalen Gewehrschüssel, hätten wir den damit bekommen, den T-Rex. Hauptsache du nimmst den Low Level. Ja. Die Streifen nerven langsam schon, ne? Es wird immer mehr. Ja gut, ich weiß halt nicht, was es macht oder was es soll. Oder, ne, wir sind jetzt auch nicht so weit oben, dass es Wind sein könnte, ne? Wind sieht ja anders aus. Ja. Vor allem ist uns sehr heiß. Alter, mir ist gerade richtig heiß. Sehr froh, dass es hier noch nicht so heiß ist, dass du Schaden nimmst. Ja, das stimmt. Das wäre jetzt richtig kacke. Oh, habe ich vielleicht schon Schaden genommen? Ja, ein bisschen Schaden habe ich. Hier geht's ja hoch. Ja, das geht. Das ist immer 0, noch was. Ja, ja. So, Pteranodon gespawnt gerade. Boah, ey, hier brauchen wir aber auch echt viel trinken, ne? Das ist wahrscheinlich, weil uns so heiß ist. Ja. Frage ist jetzt, wo ist der T-Rex? Alter, geh mal zum Wasser. Ach so, ich weiß, was dieser Regenschirm ist. Das Wasser hier ist vergiftet oder zu heiß. Und als ich das gerade getrunken habe, ich sehe jetzt richtig verschwommen. Kannst du nochmal das Wasser trinken? Dann wird das noch schlimmer. Alter. Ich sammle Steine hier gerade, wie sonst was. Cool. Warum siehst du verschwommen? Nein, also diese Striche sind aber richtig übertrieben jetzt. Das ist so eine Art Tunnelblick, glaube ich, oder sowas. Die sind bei mir schon die ganze Zeit richtig übertrieben. Echt? Ja. Vielleicht weil du länger im Wasser lagst, kann das sein? Lol, im Wasser ist mir wieder heiß. Frag nicht, warum, Da hinten ist der T-Rex wieder. Aber der ist gleich fertig hier. Die Folge ist aber auch schon wieder am Ende jetzt. Ja, halbe Stunde haben wir jetzt. Alter. Ja, es hat mich gefreut, dass ihr in dieser Folge wieder dabei seid. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, wir spielen zusammen hier Ark Survival Evolved. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan.